kürt. Das vergangene Wochenende war abseits der Fußball-EM eines für die ganz Harten. Neben dem Ironman-Triathlon in Klagenfurt haben sich auch in der Steiermark die Extremen gematcht. Beim Austrian Extreme Triathlon waren Flussschwimmen, Radfahren und Laufen auf dem Programm. Und als ob das nicht schon genug wäre, war das Ganze auch noch gespickt mit satten 5800 Höhenmetern. Morgensport einmal anders. Der Austrian Extreme Triathlon beginnt im Wasser. Auf die über 90 Starterinnen und Starter warten südlich von Graz hart erfrischende 3,8 Kilometer Flussschwimmen in der Mur. Es freut uns ganz besonders, dass der Wasserstart heute so gut gelungen ist, dass die Schwimmer bis auf einen alle aus dem Wasser gekommen sind. Der hat einfach die Panik bekommen und ist frühzeitig ausgestiegen. Aber auch die Radstrecke hat es in sich. 186 Kilometer führen danach über das Gaberl ins Murtal und schlussendlich über den schneefreien Zölkpass. Dabei gilt es, 3900 Höhenmeter zu überwinden. Zum Schluss warten noch 44 Kilometer Berglauf. Ziel ist die Südwandhütte in Ramsau am Dachstein, wo der Steirer Joachim Hirtenfellner als erster das Panorama genießen darf. Es war natürlich ein unheimlich harter Tag. Aber es ist die Rennstrategie einfach so perfekt aufgegangen, am Radl zurückgehalten, vor allem auf den ersten Berg. Und dann eigentlich hinten aus sich alles geben können und eigentlich alles klaffen, bis auf den Teil zur Südwand hätten. Und da das Rennen entschieden. Ich glaube, auf Kilometer 35 den Führenden überholt, perfekt. Also besser kann es nicht laufen. Geht nicht. Schnellste Frau im Feld wird die Slowenin Karla Oblak. I love it. It's... Ich liebe es, es gehört einfach zu mir und das Gefühl gibt mir so viel. 81 Athletinnen und Athleten haben heuer das extreme Abenteuer erfolgreich beendet. Erschöpft aber glücklich auch die Finisher beim Ironman in Klagenfurt. Mirinda Caffrey gewinnt vor der Linzerin Michaela Herlbauer und der Grazerin Lise Gruber.